BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der 56-jährige Stuttgarter Bernd Rixinger, Landeschef der baden-württembergischen Linken, ist gestern auf dem Bundesparteitag in Göttingen neben der ostdeutschen Katja Kipping zum zweiten Bundesvorsitzenden der Linkspartei gewählt worden. Der 56-jährige gehört zum fundamentalistischen Linke-Flügel um Oskar Lafontaine und erwarb in seiner Bewerbungsrede mit der Vision einer sozialistischen Gesellschaft. Der Stuttgarter Verdi-Gewerkschaftssekretär setzte sich in einer Kampfabstimmung mit 297 von 555 gültigen Stimmen gegen den ostdeutschen Reformer Dietmar Bartsch durch. Angesichts der sich zuspitzenden Haushaltssituation um Griechenland und neuerdings auch um Spanien fordert der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid, SPD, von der Bundesregierung weiterhin, dass sie ihre Sparpolitik von Wachstumsmaßnahmen flankieren lässt. Denn man sieht an der Lage in Griechenland, dass allein Sparen nicht weiterhilft. Die Menschen in Griechenland brauchen auch Hoffnung auf Wachstum und Beschäftigung. Deshalb wollen wir, dass der sogenannte Fiskalpakt, der die Verschuldung einschränken soll, verstärkt und ergänzt wird durch Maßnahmen für Wachstum in Griechenland und anderen südeuropäischen Ländern. Es gibt viele europäische Mittel, die nicht ausgeschöpft sind, die wir jetzt schnell investieren können in die Infrastruktur. Durch immer weniger Geburten fehlen dem Land bereits jetzt tausende gut ausgebildete Fachkräfte. Experten weisen zudem darauf hin, dass die demografische Veränderung mit immer mehr Eltern auch die Sozialsysteme zum Kippen bringen könnte. Sie fordern mehr Zuwanderung. Wie es aber jetzt gerade um den Stand des Zusammenlebens zwischen Migranten und der Mehrheitsbevölkerung steht, dem hat sich jetzt eine neue Umfrage des Integrationsministeriums gewidmet, mit durchaus überraschenden Ergebnissen. Rund ein Drittel der im Land lebenden Menschen haben auf die eine oder andere Weise einen Migrationshintergrund. Zahlreiche Umfragen und nicht zuletzt die Medien berichten immer wieder über ein ansteigendes, breites Unbehagen bei der Mehrheitsbevölkerung. Die von Integrationsministerin Bilkay Önay, aber bei Infrastimab in Auftrag gegebene, neue repräsentative Studie mit 3000 Befragten kommt aber zu einem ganz anderen und durchaus überraschenden Ergebnis. Die Studie besage nämlich, dass 61% der Mehrheitsbevölkerung der Auffassung ist, dass sie selbst noch mehr für eine gelingende Integration tun muss. 92% meinen, dass es mehr Hilfestellung für Migranten beim Einleben und auch bei Behördengängen geben muss. 81% der Befragten ohne Migrationshintergrund ist der Auffassung, dass Migranten Alltagsdiskriminierung erfahren, insbesondere bei der Arbeits- und Wohnungssuche, und dass es mehr Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung geben muss. 75% der Befragten haben mit Migranten ebenso gerne Kontakt wie mit Deutschen. Deren Anteil am hiesigen wirtschaftlichen Erfolg wird allerdings gering beurteilt. Nur 33% wollen, dass sich die Zugewanderten komplett assimilieren. Daneben gibt es aber auch ganz konkrete Forderungen. 70% der Mehrheitsbevölkerung erwartet von den Migranten, dass sie mehr für die eigene Integration tut. Dabei wird insbesondere genannt, dass sich Migranten eben um einen Arbeitsplatz bemühen müssen, stärker bemühen müssen, dass sie die Sprache lernen müssen. Das sehen übrigens auch die befragten Migranten selbst so. Weniger dürfte diese und hier vor allem die islamisch geprägten Zuwanderer aber andere Erwartungen von Seiten der Deutschen erfreuen. Dass ein Drittel der Befragten sich an kulturellen und religiösen Eigenheiten der Migranten stört. Genannt wurden in diesem Zusammenhang das Sprechen von anderen Sprachen in der Öffentlichkeit, das Tragen von Kopftüchern oder auch das Themenfeld Moscheebauten. Also weiterhin gibt es beim Themenbereich Islam noch viel Konfliktpotenzial. Gegenüber vielen Migranten hat die Mehrheitsgesellschaft indessen noch weitere Erwartungen. Und wieder spielt, der Studie zufolge, eine bestimmte kulturell-religiöse Prägung in der Meinung der Befragten eine Hauptrolle. Gesetzestreue wird von allen Migranten erwartet und es gibt eine Nulltoleranz gegenüber kulturell bedingte Straftaten wie zum Beispiel Zwangsheiraten oder auch gegen häusliche Gewalt. Gerade das freut Önay ganz besonders, auf die sich die Fortschrittshoffnungen der Befragten richten. Und die erfülle man. 440 zusätzliche Millionen werden in die frühkindliche kommunale Bildung fließen. Zudem garantiere die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung bessere Bildungswege für Migranten. Im Fall der endgültigen Insolvenz der Ehinger Drogeriemarktkette Schlecker
will Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz jetzt prüfen, ob die Familie Schlecker im Vorfeld unberechtigt Vermögenswerte übertragen hat. Medienberichten zufolge soll das private Schlecker-Familienvermögen noch auf rund 40 Millionen Euro geschätzt werden. Die Uni Tübingen gehört zur baden-württembergischen Spitzengruppe, wenn es um das Einwerben von Fördergeldern geht. Die Wissenschaftler der Eberhard-Karls-Universität haben in den Jahren 2008 bis 2010 rund 141 Millionen Euro an sogenannten Drittmitteln erhalten, so das Ergebnis einer aktuellen Studie der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Damit belegen die Tübinger Platz 4 nach den Exzellenzunis Freiburg, Heidelberg und Karlsruhe. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. In der südlichen Hälfte Baden-Württembergs überwiegt morgen die Sonne. Im Norden zeigt sich der Himmel hingegen bedeckt. Die Temperaturen 19 Grad in Lörrach, Freiburg und Konstanz, 16 bis 17 Grad in Aalen, Schwäbisch Hall und Karlsruhe. Niederschläge übers ganze Land verteilt am Mittwoch. Im Norden regnet es etwas weniger. Vereinzelt kommt im Norden, Westen und Osten die Sonne zum Vorschein. Trotz der Schauer steigt aber das Thermometer wieder bis auf Höchstwerte von 21 Grad. Seine kunstgewerblichen Schmuck- und Silberwarentraditionen stellt Schwäbisch Gmünd im Museum im Prediger vor. Die großzügigen Schmuck- und Silberschenkungen von Privatpersonen wurden im Jahr 1900 durch eine mehr als 1000 Blätter umfassende Bilderchronik ergänzt. Zu sehen sind die Stücke dienstags bis freitags von 14 bis 17, donnerstags bis 19 und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Von der Gründung Ulms im Jahr 854 bis heute geleitet das Haus der Geschichte seine Besucher durch die Jahrhunderte in der Donaustadt. Exponate und Modelle werden dabei ergänzt von interaktiven medialen Installationen. Wer das mittelalterliche, aber auch das neuzeitliche Ulm kennenlernen möchte, kann dies immer dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr. Der Nusplinger Plattenkalk ist eine der spektakulärsten Fossilienlagerstätten der Welt. Vor Ort informiert der geologische Lehrpfad ins Reich der Meerengel über die Besonderheiten des Gebiets. An 12 Stationen erfährt der Besucher mehr über die Jurazeit vor 150 Millionen Jahren. Gestartet wird vom Parkplatz Leisenthal auf dem Westerberg bei Nusplingen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nusplingen.de. Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann. Mama, schau mal. Mama, guck mal, ich habe ganz doll wehgetan. Mama, wann kommst du wieder? Mama, kommst du mit? Mama, wann bin ich wieder gesund? Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.